Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Moment, erstmal schlafen legen. Ich hoffe, dass wir heute die Felder fertig kriegen. Beziehungsweise zum Funktionieren kriegen. Das wäre cool und würde auch... Na, wieder nicht. Woran liegt das? Also offensichtlich... reicht das Wasser 4 Blöcke weit. Ha. Ist natürlich ein bisschen uncool. Was würde denn passieren, wenn ich hier Wasser hinmachen würde? Okay, das würde das restliche Wasser überhaupt nicht interessieren. Ha. Vielleicht müssen wir da doch noch einen Kanal dazwischen machen. Eigentlich ungern. Eigentlich sehr ungern. Oder wir machen da einfach einen Rand aus Stein oder so. Das ist mir jetzt egal. Dann mache ich in der Mitte einen Trampelpfad und den befestige ich ein bisschen mit Cobblestone oder so am Rand oder Gravel. Gravel wäre da eigentlich ideal, aber davon habe ich nicht genug. Und ich weiß jetzt auf die Schnelle nicht, wo ich den herkriege. Quasi so einen kleinen Erntepfad. Ha, oder wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle Gravel her? Da hinten war... Nee, ich mache das mit Kabel. Habe ich überhaupt Kabel dabei? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Oh, und ich habe zu viel Hunger, um zu rennen. Dann auf Brot zwischen die Kaumuskulatur oder so. Moment. Ich habe hier etwas Erde loszuwerden. Ja, meckert nicht. Ich habe euch Erde da gelassen. Nehmt euch so viel ihr braucht. Oh. Es könnte durchaus sein, dass wir keinen Kabel mehr haben. Naja, ob ich jetzt auf die Suche nach Kabel oder Gravel gehe, nimmt sich, glaube ich, nicht sonderlich viel. Außer, dass ich glaube, dass hier vorne Gravel ist... Da zum Beispiel, oder? Du bist doch Gravel. Nein. Das ist dieser komische Stein, der aussieht wie Gravel. Aber keiner ist. Weil es ein Verarschestein ist. Böser Stein. Also wenn wir Lust hätten, da unten wäre was, nachdem wir tauchen könnten. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden. Nein, nein. Alternativ? Nee, hier haben wir keinen. Vielleicht bei dem Teich da vorne. Wenn nicht... Ups, ich muss mich ganz kurz anders hinsetzen. Mir tut mein Rücken so wahnsinnig weh. Ich sitze schon viel zu lange am Computer heute. Haben wir hier Gravel. Sehr schön. Und wie viel? Oh, da geht mir das Herz auf. Huch, das war jetzt natürlich nicht so klug. Gerade wenn ich das Gravel darunter auch noch abbauen möchte. Denn ich würde Gravel später ganz gerne auch für Wege und so benutzen. Da würde sich das natürlich schon anbieten. Wenn wir hier möglichst viel bekommen. Ich habe Sand da. Mit Sand könnten wir hier das ganz gut abstecken. Und wir sagen hier, dann können wir das füllen und wenn wir das danach wieder abbauen, dann ist ja der Sand weg, das Wasser weg. Ah nee, weil es nicht reicht. Gute Sache. Ja gut, dann. Da geht sie hin, unsere einzige Schaufel. Dann kloppen wir das halt so und wissen, wo wir gegebenenfalls eine Mine haben. Hurra.
Ich freue mir. Es hätte so einfach sein können. Und doch muss mir das Spiel es wieder so schwer machen. Kann man eigentlich mittlerweile mit den Feuersteinen noch was anderes machen, außer Feuerzeuge? Ich habe jetzt eher weniger Motivation, vor allem die Langzeitmotivation fehlt dabei, wenn ich jetzt anfangen würde, hier mein ganzes Gebautes abzufackeln. Das wäre nicht so toll. Hätte ich ehrlich gesagt auch weniger Lust drauf. Lass mich raus. Ah! Die Strömung. Ich treibe ab. So, wie viel haben wir jetzt? 60 Stück. Na, das klingt doch gut. Damit dürften wir den Weg auf jeden Fall machen können. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das außen mit Gravel und in der Mitte dann mit Erde oder machen wir es in der Mitte mit Gravel und außenrum mit Cobblestone? Lass mich rein. Ich glaube, wir machen das außen mit Gravel und innen mit Erde. Dann können wir hier so Holztreppen reinsetzen. Eins, zwei, drei, vier und es reicht nicht. Wunderbar. Upsa. Also hier reicht es, aber bis ganz oben nicht. Außerdem habe ich keine Erde dabei. Deswegen muss ich mal ganz kurz an das geheime Erdlager mich daran bedienen, aber erzählt es Schrenjamin nicht. Nein, denkt gar nicht daran. Ins geheime Erdlager kommt nur Erde. Steht ja auch dran. Ihr Nasen. Ich weiß genau, was ihr dachtet. Huch, jetzt habe ich aus Versehen den Wasserlauf abgeklemmt. Ist, glaube ich, aber nicht ganz so schlimm, dadurch, dass er ja jetzt eh irrelevant geworden ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen noch ein kleines bisschen Gravel. Und da vorne kommt dann noch ein Tor rein. Und dann können wir ja noch so... Die Frage ist, ob wir da überhaupt Erdwege hinmachen. Ob wir da überhaupt Wege hinmachen oder ob wir das einfach... Huch, hier ist ja noch mehr Gravel. Der ist sogar leicht abzubauen. Das ist ein Zeichen. Ich soll auch die Wege zwischendrin mit Gravel machen. Ich glaube, das Spiel möchte mir etwas sagen. Preiset den Herrn. Denn er gab mir diesen Kiesel. Und sprach, hier nimm. Das ist dein vom Wasser klein gemahlenes Gestein. Geh hin und pflastere deinen Weg damit. Denn dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Und deswegen bauen wir jetzt hier den ganzen Gravel ab. Den ganzen. Denn wenn man die einen Finger hinhält, nimm immer die ganze Hand. Nein, das... Vorbildfunktion. Nimm nicht die ganze Hand, wenn man den kleinen Finger hinhält. Nimm nur den Finger. Schneide ihn ab mit einem Küchenmesser! Und dann schrei Slayer! Tut auch das nicht, Kinder. Das ist keine gute Idee. Das ist absolut keine gute Idee. Wo soll das nur enden mit mir? YouTube, bitte nicht Copyright striken, danke. Copyright striken, nein, ich meine demonetarisieren. YouTube, bitte nicht demonetarisieren. Gib mir den Gravel, danke. Und
dann bauen wir uns hier ein hübsches Wegchen nach oben. Und wir sind sogar über ein Stack. Das heißt, wir können uns sowas von die Wege auch damit bauen. Geile Sache. Me likes. Schwupp. 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 So, keine Ahnung. Der Weg endet hier einfach. Zack. Und in der Mitte kommt dann Erde. Und hier die Felder, die machen ja auch, was sie sollen. Die könnte man ja schon mal etwas pflanzen. Oh, der erste Samen auf dem Feld. Es macht mich glücklich, dass hier so langsam auch Leben einkehrt. Wenn ihr Ideen für irgendwelche Bauprojekte habt, dann dürft ihr mir sie auch gerne in die Kommentare schreiben. Da, für Ideen bin ich immer sehr dankbar, weil ich bin im Grunde genommen, dann könnte bei dem, was ich hier jetzt in den ersten Folgen gebaut habe, nicht, könnte man es eigentlich nicht so glauben. Ich bin auch sehr überrascht davon, wie kreativ ich doch in den ersten Folgen war und dass mein Haus auch mal nicht nur ein Klotz ist. Aber normal bin ich ein doch gar nicht so kreativer Mensch. Deswegen bin ich immer dankbar über Ideen, Vorschläge und so weiter und so fort. Ich muss nach der Folge aufhören aufzunehmen. Mir tut gerade der Nacken so wahnsinnig weh, weil ich die ganze Zeit vorne übergebeugt vorm Computer sitze. Und ich muss morgen fit sein, weil ich meinem Vater beim Umzug helfe. Zu einer absolut nicht humanen Uhrzeit sei hinzugefügt, brennt Zombies. Ich kann Karotten anpflanzen. Ich habe Karotten da. Ich meine, wer zieht bitte um 7 Uhr morgens um? Das kannst du doch keinem erzählen. Ah, das wird jetzt halt ein bisschen ein gemischtes Feld. Aber wenn ihr es niemandem sagt, dann fällt es auch nicht auf. Ich habe auch ein bisschen zu wenig Samen. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen hier klatschen. Ich muss eh erstmal... Ah, ich habe sogar noch ein bisschen Hacke. Muss ich jetzt sogar... Ich kann das nicht mal aus Cobblestone machen. Witzig Spiel, witzig. Sehr lustig. Dich kann ich eigentlich wegwerfen. Was zum Geier? Kommt da jetzt für Musik? Aber ich meine, die Holzhake tut ja ihre Aufgabe auch. Ist jetzt zwar nach einem Feld fast kaputt, aber sie tut ihre Aufgabe auch. Wow, die hat ja lang gehalten. Aber für die Karotten reicht's. Denke ich, hoffe ich, schätze ich. Im Notfall müssen wir einfach aus dem Dorf wieder klauen. Da dürfte eh wieder Zeug gewachsen sein. Da können wir dann ein bisschen uns an fremdem Eigentum bereichern. Wie genau ich das jetzt mit den Brücken mache und so, weiß ich auch noch nicht. Da unten brauche ich ein Tor, sonst gehen mir hier die Gegner rein. Die bösen Zombisse. Ich habe nicht genug Sticks. Hey, Musik, die ist gerade so. Ist das Powerwolf in Soft oder was? Hier im Gottesdienst. Hübscher Kontrast. Das muss so. Das war ich nicht, das war schon vorher so. Schwupp, schwupp, wundervoll. Dann müssen wir das Ganze noch schön beleuchten. Das reicht absolut nicht. Wenn ich hier sporadisch so ein paar Fackeln setze, das... Aber mehr Fackeln habe ich halt im Moment nicht. Ich kann ja gleich auf dem Feld noch welche verteilen. Da fehlt sogar noch ein Zaun. Warum fehlt da ein Zaun? Was habe ich mir denn dabei gedacht?
Ist das etwa Pfusch am Bau? Man mag es ja nicht für möglich halten. Aber so etwas scheint es tatsächlich zu geben. In Deutschland, einem Land der Arbeit. Schändlich. Vielleicht, wenn ich an den Ecken hier noch so... Suboptimale Situation. Sieht auch ehrlich gesagt nicht so geil aus. Trotzdem ist mir das lieber als Gegner auf dem Feld. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe sogar noch Kohle und Sticks. Gute Sache. Dann kann ich mir sogar noch ein paar machen. Können wir das hier auch gescheit machen. Denn wer an der Arbeit pfuscht, darf sie oftmals zweimal machen. Und mit zweimal machen meine ich dann irgendwelche Zombie-Reste vom Feld kratzen und das will niemand. Hier und hier. Immerhin machen wir das schön symmetrisch. Bullshit. Was mache ich hier? So, genau. Und da drüben. Huch, da fehlt ja auch noch. Wer hat denn da wieder nicht sauber gearbeitet? Das war doch bestimmt wieder dieser Daro. Na, von dem ist man das ja auch gewöhnt. Nichts macht der gescheit. Eine ganze Arbeit ist noch so dahin gepfuscht. Wow, einen Weizensamen habe ich jetzt noch. Guck mal hier, da ist doch bestimmt irgendwo Samen. Mehr Samen, gib mir den Samen. Gib mir all den Samen. Das klingt gerade sehr falsch. Das klingt gerade sehr falsch. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Und alle, die mich kennen, jetzt so, ja, natürlich wolltest du das. Nein, ich wollte das wirklich nicht. So, wie viel haben wir? 10. Na, das gibt nochmal ordentlich was. Da können wir nochmal ein bisschen was. Fackel, wo kommst du her? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wundervoll. Dann lasse ich dich mal wachsen. Und würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.